In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt die Typen in Python ein bisschen näher bringen. Schauen wir uns doch erstmal an, was passiert überhaupt mit den Typen und wie konvertiert Python das alleine hin und her. Definieren wir uns eine Variable 3 und drucken es einfach mal erstmal aus. Was wir sehen hier ist, dass diese Variable var ist jetzt in unserer Liste der Variablen. Die ist vom Typen Integer und hat im Moment den Wert 3. Hier hat er einfach auch eine 3 gesagt. Wenn ich jetzt sagen würde, var ist var durch 2, dann würde ich sie auch wieder ausdrucken. Dann sehen wir Folgendes. Var wurde in ein Float umgewandelt. Ihr Wert ist 1,5 und hier wurde auch dieser Wert ausgedruckt. Was passiert jetzt aber, wenn ich statt den Wert von var, so wie er ist, als ein Integer-Wert ausdrucken möchte? Der Wert von der Variable selbst war, ist immer noch 1,5, das ist immer noch vom Typen Float, aber ausgedruckt habe ich eine 1. Das heißt, ich kann auch eine zweite Variable var 2 nehmen und zu der sagen, du sollst bitte eine Integer aus var machen und das tatsächlich da reinspeichern. Und jetzt sieht man, diese var 2 Variable ist tatsächlich jetzt vom Typen Int und hat einen Wert von 1. Stellt sich interessante Frage, was würde jetzt passieren, wenn ich sagen würde, war 2 soll eine Float von war 2 werden. Ändert sich nichts Besonderes. Natürlich ist die 1,5, diese Information, dass es eben die 5 da war, verloren gegangen, weil wir es ja hin und her transformiert haben. Aber jetzt ist war 2 auch eine Float. Gut. Was könnten wir noch so alles ausprobieren? Was würde passieren, wenn ich var, nehmen wir eine var 3. Wir wollen sie eigentlich mit einer 3 initialisieren, allerdings möchte ich sie sofort als ein Float haben. Ein bisschen zu viele Klammern geworden. So, was würde dann passieren? Wir haben var 3, ist tatsächlich eine Float, initialisiert mit 3.0. Es gibt übrigens auch ein paar mehr Typen in Python, als es in C üblich war, wie zum Beispiel, es gibt auch komplexe Zahlen, das hatten wir früher nicht. Eine interessante Funktion ist eben Type. Und da kann man den Typen online im Programm selbst, wenn man natürlich so eine schöne Übersicht hier eben nicht hat, also nicht beim Programmieren selbst, sondern später beim Ausführen der Programme, kann man natürlich fragen, was ist der Typ von var3? Und das druckt er mir. Und das müssen wir natürlich auch ausdrucken, damit wir sehen, was es ist. Aber der Typ von var3 ist jetzt Class Float. Diese Klassen, die werden wir uns ein bisschen später in diesem Kurs angucken. Das ist überhaupt diese ganze Geschichte mit objektorientierter Programmierung, einer der wichtigsten Konzepte in der Programmierung überhaupt. Soweit sind wir noch nicht. Für jetzt können Sie sich das so vorstellen, dass es letztendlich auch ein Typ ist. Also der Typ heißt Float und in Python ist es eben ein bisschen anders als in C. So viel brauchen Sie aber im Moment auch nicht zu wissen, das kommt irgendwann mal später. Aber wenn wir Sie den Typen einer Variable im Programm abfragen möchten, wie zum Beispiel ist dieser Typ so und so, dann kann man es auch hier auf diese Art und Weise machen. Dann habe ich Ihnen auch versprochen, True und False zu verraten und überhaupt boolesche Variablen. Eine boolesche Variable ist genauso wie jede andere Variable hier. Der große Unterschied wahrscheinlich ist, dass wenn man eine Variable als Boolean definieren möchte, da gibt es wieder nur zwei mögliche Werte, true und false, wahr und nicht wahr, wahr und falsch. Schreibt man sie immer mit groß D oder mit groß F, sonst versteht er das nicht. Das ist vielleicht ein bisschen blöd im ersten Moment, aber am Ende auch, ist auch egal. Also Boolean true wäre dann true. Und Boolean false wäre dann eben false. Und wenn ich das jetzt ausdrucken möchte, dann kann ich das natürlich auch machen. Und dann sieht es so aus. Er sagt dann auch true and false. Sonst ist es genau das gleiche wie im C. Das intern sind sie repräsentiert eigentlich mit 0 und 1. Es ist auch das gleiche. Und im nächsten Video sind wir so bereit, auch das if then else uns anzugucken. Dankeschön.